Hast du Schmerzen beim Eisprung? Das kann verschiedene Ursachen haben. Ein dumpfer Schmerz kann dir anzeigen, dass viele Follikel im Eierstock heranwachsen. Der Schmerz ist meistens beidseitig. Einen stechenden Schmerz kannst du wahrnehmen, wenn die Eierstockwand beim Eisprung platzt. Diese Schmerzen würdest du einseitig wahrnehmen können. Es kann auch zu Krämpfen kommen. Wenn Blut oder Flüssigkeit des geplatzten Follikels in die Bauchhöhle gelangt, dann kann das Bauchfell reizen.